So, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was Sie machen können, falls Ihr Schirm zum Beispiel durch herabfallen oder was auch immer Kratzer hat und der Griff nicht mehr schön ist. Sie können den Schirm tauschen, wir bieten Ihnen dafür Ersatzgriffe an und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie Sie den Griff entfernen können. Was Sie dafür brauchen, ist eine Unterlage, so dass Sie die Spitze nicht beschädigen. Sie brauchen ein Stechbeitel, das ist Holzbearbeitung, kriegen Sie in jedem Baumarkt, und ein Hammer, man ist jetzt hier ein Meißel, am besten wäre es ein großer Holzhammer, aber es geht auch mit dem oder mit jedem anderen Hammer. So, und jetzt zeige ich Ihnen, wie das funktioniert. Sie nehmen den Griff, Sie müssen die Maserung erwischen, aber das finden Sie sehr schnell raus. Sie nehmen den Stechbeitel, passen auf Ihre Finger auf, klopfen mit wenig Kraft, ist keine große Kraft erforderlich. Und wenn der Schirm jetzt, wenn der Griff jetzt nicht bricht, dann haben Sie die Maserung nicht, dann setzen Sie es einfach im anderen Winkel nochmal an. Und Sie sehen, der Griff bricht jetzt. Jetzt kriegen Sie den wahrscheinlich hier noch nicht ab, weil unser Kleber gut ist. Dann gehen Sie einfach her, machen das nochmals. Jetzt ist der Griff weg, wie Sie sehen. Wir entfernen den Aluring. Was Sie dann machen, Sie machen hier die Reste weg. Entweder mit dem Stecheisen oder Sie nehmen eine grobe Feile oder so. Und dann können Sie nämlich, wenn Sie jetzt sagen, braun gefällt mir sowieso besser, einen schönen braunen Griff kaufen, den drauf machen. Gut, man muss jetzt ein bisschen sauber machen. Kleber kriegen Sie von uns und dann haben Sie einen schönen Griff und haben einen neuen Schirm.